Ich habe eine Freundin, die schon ja oft mit ihrem Handy unterwegs oder jetzt die ganze Zeit ihr Handy draußen hat, auch wenn man mit ihr redet. Soziale Netzwerke bieten mir die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu bleiben. Und zwar sowohl den Menschen, die ich eh täglich oder regelmäßig in meinem Leben treffe, in der Schule, im Beruf, aber auch mit denen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, nach dem Schulabschluss, nach dem Studium oder so. Ich glaube, wir sind beide in sozialen Netzwerken angemeldet, aber in unterschiedlichen. Also da gibt es ja Tonnen von sozialen Netzwerken. YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr. Ich denke, es gibt so etwas wie ein Grundbedürfnis nach Kommunikation. Und dieses Grundbedürfnis ist auch für Kinder und Jugendliche da. Für die kommt aber noch hinzu, dass sie mit sozialen Netzwerken auch ihre Identität entwickeln können. Ich kann ein neues Profilbild von mir reinstellen und guck mal, wie viele Likes ich dafür kriege. Wenn es nicht so viele sind, werde ich wahrscheinlich schnell ein anderes reinstellen und schauen, ob ich dafür mehr Likes kriege. Also ich habe jetzt zum Beispiel im Urlaub so ein paar Urlaubsbilder gepostet. Morgens aufs Handy gucken und dann kurz gucken, was. Also so WhatsApp, so Nachrichten, Portale. Ein Problem bei sozialen Netzwerken ist natürlich, dass die Anbieter diese Netze nur vordergründig kostenlos zur Verfügung stellen. Ich zahle tatsächlich ab meiner Anmeldung in einem Netzwerk, indem ich meine Daten preisgebe. Und damit bin ich immer in einer Spannung. Ich muss, wie auch im wirklichen Leben, etwas von mir mitteilen. Wenn ich nur still in der Ecke sitze und alle anschweige, werde ich nie auf einer Party jemanden kennenlernen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein zu viel. Wenn ich zu viel von mir preisgebe, mache ich mich angreifbar. Und da die richtige Balance zu finden, das ist sicherlich eine besondere Herausforderung beim Umgang mit sozialen Netzwerken. Das Einzige, was ich mal poste, ist vielleicht ein neues Profilbild mit Freunden. Und ansonsten, wenn ich auf Facebook surfe, ist es eher so, ich gucke mir Videos an und markiere meine Freunde drauf. Ein zweiter Problembereich ist, wie soll ich wissen, ob Lieschen Meier, die mir da so nett schreibt, wirklich Lieschen Meier ist und nicht in Wirklichkeit ein Typ, der sich irgendwie an mich ranmachen möchte. Ich habe meinen Spitznamen und nur die Anfangsbuchstaben von meinem Nachnamen, weil ich da denke, dass man sehr vorsichtig auch mit dem Internet umgehen muss, mit den Informationen, die man über sich preisgibt. Als Elternteil kann ich mich bei verschiedenen medienpädagogischen Anbietern, unter anderem auch über die Website von medienkompetenzkatholisch.de, kundig machen, welche Netzwerke es gibt, was in diesen Netzwerken los ist, wie die funktionieren und worauf ich als Eltern konkret achten sollte, wenn meine Kinder in Netzwerken aktiv werden.